Jo, Freunde, ich begrüße euch einmal wieder zu einer neuen Serie zu Tipps und Tricks. Und zwar, um was geht es heute diesmal? Es geht diesmal um unseren Zebratopf. Ich glaube, den kennen alle. Der ist ja schon, der ist glaube ich noch Billy, was weiß ich, irgendwas. Aber unter Zebratopf kennen ihn alle. Ich habe jetzt den 12 cm Halmer gegönnt von Bastian. Nein, noch nicht. Schub meines Vertrauens natürlich. Und das Problem bei diesen ist, das sind diese Plastikdomen. Diese Verschlüsse, wenn es die ins Feuer stützt, sind die natürlich verschmort. Ja, das kann man natürlich auch alles entfernen. Ja, dann ist ein kleines Pfandel oder was immer das sein soll dabei. Ich habe es hauptsächlich gebraucht, weil wenn ich damit irgendwo vielleicht einmal ein Händel oder ein Brot oder was, dass man das schön auf ein Ding drauf legt und auf ein Hobo. Und das Ganze dann schön bochen kann, nur die sind futsch wie nichts. Die kann man natürlich auch entfernen, die sind relativ schnell weg, die fährst du mit einer Messerleine, quatscht die raus und die sind heraus, diese Plastikdinger, an denen soll sie auch nicht liegen. Ja, dann habe ich ein paar Videos gesehen, die haben sie diese Dinger selber gebogen aus einem Metallbügel. Ich habe das gestern auch versucht, 2 Stunden lang. Ehrlich gesagt, ich habe es Handtuch geworfen. Das war alles nicht das, wie es sein soll. Das war trotzdem locker, der Deckel hat geschäbert, der war runtergefallen. Also, wie gesagt, mein Geduld war quasi am Ende. Ich wollte eigentlich schon aufgeben. Und habe mir dann den Topf nochmal so angeschaut und denke mir, was kann ich da machen, dass das hält, nämlich dass das ordentlich hält. Und dann bin ich plötzlich auf die Idee gekommen und habe den Henkel gesehen. Daniel Düsentrieb. Und gucke da, was habe ich gemacht. Schaut einmal. Da sind Löcher drin im Henkel. Da und da. Und was habe ich gemacht? Genau. Ich werde das jetzt einmal kurz zaubern. Da drehe ich mich schnell um und dann zeige ich das. So, fertig gezaubert. Und ich gucke da. Da fällt nichts mehr runter. Zeige ich natürlich. Schaut einmal. Ich bin ganz einfach hergegangen, habe das durchbohrt. Habe so einen Haring oder was auch immer Walz genommen. Habe den durchgesteckt und somit sicher jetzt eigentlich den Deckel ging's runterfallen. Zum Anzeichner bin ich hergegangen. Ihr müsst vorher wissen, was ist nicht mehr Walz für Stärken. Das legt sich da oben drauf, dass das gerade am Deckel aufliegt und zeichnet euch mit einem Filzstift da schön an, wo das Loch kommen soll, genauso auf der anderen Seite. Und dann bohrt ihr das durch. Jetzt müsst ihr nur aufpassen. Das ist verdammt hart. Also einen gescheiten Bohrer braucht man dazu schon, sonst wird das nichts. Aber dann habt ihr im Endeffekt einen Zebratopferl, was ich überall drauflegen könnt. Eins muss ich gleich dazu sagen, wenn ihr das Pfandl dazu verwendet, was ich glaube ich nicht glaube, wenn wirklich wer den Topf so verwenden will, zum Bochen oder so, weil wenn das dabei ist, habt ihr andere Hechen. Und dann, wo der Deckel drauf ist, und es dann das da durchsteckt, dann werdet ihr sehen, es kommt natürlich ganz woanders raus bei dem Loch. Aber wie gesagt, ich denke mal, dass man das Pfandl da herin nicht brauchen wird, wenn man da wirklich was macht. Und ich sage einmal, so
so ist das Pipi feins gelöst. Ja, und werde es natürlich nachbauen, wie immer. Für das mache ich ja solche Videos, damit ihr es leichter habt. Und im Endeffekt kann man den dann super verwenden. So Freunde, das war es auch schon wieder. Ich sage einmal wieder danke fürs Zuschauen. Viel Spaß beim Nachbauen und man sieht sich wieder. Ciao.